Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Ghost Recon Wildlands. Wir müssen Amaru aus den Händen von Santa Blanca befreien. Dafür haben wir schon einen Lieutenant hier verhört. Oder einen Leutnant. Ich weiß immer nicht, spricht man das dann Lieutenant aus oder Leutnant? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal eine Karre. Okay, 1,9 Kilometer, die gehen wir jetzt bestimmt nicht zu Fuß. Soll heißen, wir setzen uns jetzt hier mal in die nächste Schleuder rein und dann... Oder wir reiten. Kann man hier reiten? Ich glaube ja nicht. Wir reiten einfach auf der Kuh oder auf der Sau. Ja, ist jetzt zum Glück ist es kein Zelt, da wir müssen die armen Tierchen hier nicht zwingend töten, um zu überleben. Nee, aber da vorne parkt ja unsere Karre, mit der können wir da jetzt einfach mal hin. Also hier irgendwo, ich glaube da unten steht sie, oder? Ist das nur ein Geröllhaufen? Wo ist unser Auto? Wir haben doch mal ein Auto gehabt. Ach, wir nehmen einfach hier eins. Geil! Ich kann diesen Bus nehmen. Sieht aus wie ein alter VW-Bus. Ist aber noch viel schlechter. Los geht's. Alles klar, Leute, rein in die Karre. Und dann, ha, dich lassen wir einfach stehen. Da guckst du blöd. Jetzt rein hier, komm. Wir sind echt die beste Einsatztruppe, die es gibt. So, jetzt sagen wir kurz noch mal ein bisschen ab, oder? Keine Angst, Jungs. Das hält das Auto schon aus. Das ist bolivianische Wertarbeit. Bäm, wer braucht schon Stoßdämpfer? Stoßdämpfer. Wer braucht schon Stoßdämpfer? Zack, ich glaube auch die Karre müsste mal wieder ein bisschen gewaschen werden. Zack, guck mal hier, da fällt hinten schon alles ab. Aber ansonsten fährt doch noch. So. So fährt man in Bolivien. Hallo? Wart ihr noch nie in Bolivien gewesen? Ich weiß, der Vorwegweiser zeigt uns da unten die Strecke. Das heißt, wir sollten hier mal ganz kurz die Straße wechseln. Guck mal, jetzt sind wir auch richtig. Wer hätte jetzt an meinen Fahrkünsten bitte hier gezweifelt? Und am besten diese Musik dazu. Oh nein! Oh, ich glaube, wir haben jemanden überfahren. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Lebst du noch? Ich glaube, wir haben eine alte Oma überfahren. Ganz kurz mal müssen wir nachschauen, wie es der geht. Hallo Mütterchen, geht's Ihnen gut? Ach, das sind sogar zwei. Okay, ich glaube, die sind gerade ein bisschen... die üben sich gerade im Synchron verängstigt sein. Na gut. Aber alles klar, denen geht's gut, ne? Die sind das gewohnt. Die Leute fahren hier halt einfach so wild. Da wird man mal überfahren. Das gehört hier praktisch zum Alltag. So, kommst du mal rein? So. Och, Junge, jetzt mach doch die Scheißtür auf. Haha, guck mal, der alte Trick. guck mal. schon wieder nicht. Oh, verdammt. Buenos dias, Hermann. Ah, Mann, kein Bock hier. Auf diese Geklimpermusik. So, wir fahren jetzt mal weiter einfach diese Strecke entlang. Und sehen das schöne Bolivien, was hier wirklich richtig gut rüberkommt. Also die PS4 ist vor allem farbenprächtiger. Also die Farben sind viel intensiver als auf der Xbox. Das fällt mir hier auf. Sieht gleich tausendmal besser aus, obwohl es wahrscheinlich die gleiche Auflösung ist. Die gleichen Grafikdetails. Wobei ich glaube, die Texturen sind ein Stück weit schärfer. Glaube ich. Und falls ihr das Ding auf einer PS4 Pro spielen wollt und euch jetzt fragt, was ist denn an der PS4 Pro Version am Ende anders? Ja, tatsächlich auch nur die Auflösung und die Framerate. Wobei die Framerate nicht auf 60 hochgeht, sondern auch nur auf 30. Dafür durchgehend stabil, was glaube ich bei der PS4 Standard Version nicht der Fall ist. Hier geht es ab und an mal ein bisschen runter und die Auflösung halt dann auf 4K. Wobei ich mich frage, wie das dann aussehen soll. Also, ich meine, das sieht jetzt ja nun schon nicht ganz so gut aus. So, da vorne, da ist ein Motorrad. Okay, da sind Typen. Die müssen wir erstmal erledigen. Schieße! Verfickte Scheiße! Ach so, ich glaube, der Typ war schon tot. Ich glaube, die haben da einen tot gemacht. Boah. Also mein Aim war auch schon mal besser. Ich muss erstmal ganz kurz mal schauen, dass ich jetzt hier nicht abkratz. Ja, da bekommt der die Bezeichnung Heckenschütze eine völlig neue Bedeutung. Heckenschütze, der in die Hecke schießt. Ach,
Gut, dass die Oberkörper frei rumlaufen. Stellt euch mal vor, die hätten kugelsichere Westen oder so. Aber zack, hier bei Unidad und Santa Blanca, da sind halt die richtigen Männer am Start. Alles klar bei mir. Alles klar, Jungs. Gut, dann haben wir die jetzt hier ordentlich geregelt. Okay, wir machen uns wieder auf. Aber die hatten hier ein Motorrad, ne? Ach, scheiße, die haben den Typen hier erledigt, die Wichser. Aua, aua, die haben den mal richtig fertig gemacht. Sind ja, aua, der arme Kerl. Ah, scheiße, den haben sie richtig fertig gemacht, diese Folterschweine. So, das Motorrad kann ich nicht nehmen, aber hier ist eine Kiste mit Nachschub. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Genau, und wir können zwei Fertigkeitenpunkte verteilen. Zack. Und zwar stabileres Zielen oder für den Körper kein Schmerz. Okay, dann nehmen wir mal stabileres Zielen. Achso, nee, ich habe tatsächlich, jetzt habe ich hier nichts mehr frei. Na gut. Immerhin stabileres Zielen haben wir. So, wir müssen jetzt irgendwie 300 Meter noch da lang und unsere Karre, die steht da hinten noch rum. Unser geiles Gefährt hier. Ich meine, wir sind bestens ausgerüstet. Wir sind, wie gesagt, eine super Spezialeinheit. Natürlich haben wir auch nur die besten Vehikel. Also rein, Jungs. Und jetzt hört ihr, was Jorge in Inca Camina zu dem Thema zu sagen hat. Por favor! Gnade! Gnade! Ich will ein Geständnis. Ach du Schreck. Vielleicht vergibt es Santa Muerte dann. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht. Ah, Dios mio! Mein Fuß geht ihn zurück. Por favor. Listo, listo, listo. Ich habe den Kolumbianern eine Lieferung Super Coca gegeben. Aber nur eine ganz kleine. Ah! Andere Leute, legt euch nicht mit Santa Blanca an. Und jetzt spielen wir einen alten Hit für Jorge. Der 10. Anrufer, der den Namen des Songs erhält, gewinnt Jorges Golduhr. Alter, was sind das für perverse Schweine? Die haben ihm da jetzt live im Radio das Bein abgeschnitten. Hey, das sind Feinde. Ich sehe einen Narko. Am Hubschrauber. Drohne fliegt. So, erstmal alle markieren. Markiere einen Tango, Einheimische in der Nähe. Hab noch einen, macht 5. So, einen Hubschrauber haben die hier auch noch. Geil, können wir uns dann den dann nachher nehmen? Ah ja, jetzt zeigt er uns hier, wie wir uns tarnen können. Alles klar. So. Das ist ein Treffer. Wir haben sie aufgescheucht. Kein Problem, die machen wir jetzt alle richtig fertig. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. Sie haben uns. Okay, komm, jetzt müssen wir hier ein bisschen flankieren. Und aua, 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 aua. Die schießen aber echt scharf, die Jungs. Ich weiß ja nicht, ob ihr das alte Ghost Recon kennt. Also das richtig alte. Das habe ich ja früher mal gespielt. Das war früher überhaupt nichts für mich. Da war es aber auch ein bisschen anders. Und da ist man wirklich über so eine Karte gerannt, so als Spezialeinsatz-Typi. Und tatsächlich stand dann irgendwo im Wald ein Schütze und konnte einen dann wirklich wegziehen. Also das ist nicht so wie hier, dass das alles so mit Warnhinweis und voll offensichtlich ist. Oh Mann. Okay, den haben wir auch. Noch einer. Tango ist tot. Okay, ich hoffe, wir haben sie jetzt geschafft. Alle. Alle noch ganz. Sehr gut. Erstmal Munition hier hinten. Hier ist eine Waffenkiste. Das wollte ich schon immer. Ah, jetzt können wir auch noch die Zieloptik verändern. Und zwar haben wir beim Maschinengewehr können wir jetzt was ausbessern. Haben wir neue Teile, eine Zieloptik. Ah, jetzt können wir hier ändern. So, neue Teile, neue Zieloptik. Und wir haben jetzt nämlich das Panoramavisier. Mal gespannt, wie das dann am Ende ist. Ich finde es ja cool, dass wir Waffen noch anpassen können.
Hä? Also nee, es ist eine ganz andere Waffe. Wartet mal. Wie kann ich jetzt mit meine Waffe wechseln? Nee. Oh, Nachtsicht. Ach hier, für die MP5. Alles klar. Okay, wir müssen jetzt in das Haus rein, denn da ist unsere Zielperson. So. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Alles klar, Amaru, komm mit. Ha, wir nehmen den Helikopter. Brauchen wir nicht unsere mega alte Karre nehmen. Außerdem kann ich nämlich auch einen Helikopter fliegen. Also ich weiß es nicht. Ich fliege. Hubschrauber. R2 und L2 für mehr Schub. L für vor und zurück. Für eine schnelle Drehung lassen Sie R2 los, während Sie L verwenden. Okay. Okay, Jungs, alle an Bord? Na dann los. Oh, das liebe ich ja. Ah, das liebe ich ja. Das war auch mal so bei Battlefield, so mein Highlight. Entonces Bacatari hat also einen Handel mit den malditos extranjeros geschlossen, wie seltener. Klären Sie das unter sich. Erstmal eine richtige Flughöhe hier kriegen. Fliege ich jetzt runter oder vorwärts? Ich fliege doch runter, hä? Oh Jott. Als ich mich für den Einsatz gemeldet habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir Medizin klauen und eine Hilfsorganisation ausschalten. Echt? Diese NGO ist doch Teufelszeug. Wir versuchen den Leuten zu helfen, aber es fühlt sich an, als wären wir die Bösen. Und du darfst nicht vergessen, dass das Kartell das nur macht, weil es die Leute für seine eigenen Zwecke missbrauchen will. Was ist die Alternative? Sie verhungern lassen? Die haben nichts. Und die Regierung wird nicht einschreiten. Das wissen wir beide. Schon klar. Aber wenn wir nichts tun, macht das Kartell aus den Leuten Soldaten, Farmer und Kuriere. Santa Blanca richtet sie ab wie Hunde und verbreitet das Übel in die USA und nach Südamerika. Es gibt nun mal keine einfache Antwort. Wenn es eine gäbe, wäre das Kartell nicht so einflussreich. Also so ein Helikopter zu fliegen, also ich glaube, ich habe den Dreh noch nicht richtig raus. Aber wir kommen schon mal vorwärts. Ich glaube, wir kommen da an, wo wir ankommen wollen. Und unter uns ist auch gleich der Zielpunkt. Das heißt, ich kann auch mal ein bisschen Druck aus der Pumpe nehmen. Ich glaube, wir landen mal die Karre. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir sie landen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe nur, wir landen jetzt nicht irgendwo in der absoluten Walachei. Okay, ziemlich weit ab vom Schuss schon mal. Oh, oh. Aussteigen, aussteigen. Und weg von der Karre, weg von der Karre. Okay, also wir haben schon mal keine Rotorblätter mehr. Also gute Nachricht, wir sind gelandet. Schlechte Nachricht, ich habe auf den etwas leichteren Betrieb umgeschaltet. Aber egal, wir sind noch am Leben, alles gut hier. So, da oben geht's jetzt erstmal. Genau. Nein, ich will keiner Koop-Sitzung beitreten. Ich bin ein Ego-Fucker und spiele alleine. Wartet. Waffenkiste entdeckt. Das war's. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenyu ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt.
Wir drehen jeden Stein um. So, Einsatz abgeschlossen. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Und jetzt gibt's auch noch ein kleines Filmchen zu den beiden. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Jury und El Polito. Jury und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Jury Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme, schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Jury und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Jury und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, vier Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Jury und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Sueño ihn. Die Info zu La Jury und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Jury und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. So, jetzt gibt es noch eine Einführung für Nachforschungen. Stellen Sie in einer Provinz Nachforschungen an, um etwas über den dortigen Buchon herauszufinden. Wählen Sie wichtige Aufklärungsdaten auf der Taktikkarte, um Ihnen dabei zu helfen. Taktikkarte schaltet neue Einsätze in der Provinz frei. Ja, das klingt doch ganz gut und damit haben wir auch ein neues Ziel. Das gehen wir auch an in der nächsten Folge Ghost Recon. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr lieben Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.